einem Luxusschiff feiert eine Alltagscreme ihren 100. Geburtstag. Mit Popstar Rihanna will die Marke Nivea junge Menschen ansprechen. Mit Fußball-Bundestrainer Joachim Löw wendet sie sich an die Zielgruppe Männer. Hey, das sind Profis. Die müssen schon perfekt aufgestellt sein. Der hier Abwehr, der hier in der Mitte und der hält den Strafraum sauber. Verstanden? Schon vor 100 Jahren war Nivea eine Creme für die breite Masse. Heute ist sie in der Hautpflege weltweit führend. Versuche, sie in der dekorativen Kosmetik zu etablieren, sind gescheitert. Nivea wird nicht als Luxusprodukt wahrgenommen. Dafür funktionieren die Botschaften Natürlichkeit und Reinheit. Ihre Haut braucht Feuchtigkeit. Nivea gibt sie ihr. Darum ist Nivea für Millionen die Hausmarke. Ein Produkt lief schon immer wie geschmiert, die kleine blaue Cremedose. Die hat Generationen überdauert. Und das ist äußerst ungewöhnlich, wissen Spezialisten für Markendesign wie Uli Meier-Johansen. Ich glaube, die Marke steht einfach für Produktqualität. Sie hat nie etwas anderes versprochen am Markt. Es klingt so einfach, aber es ist unglaublich schwer, sich selbst treu zu bleiben. Also im Kern dieses Produkt in seinem Versprechen und in der Nutzerqualität und in dem, was sie als Relevanz am Markt positioniert, ist sie sich selbst sehr treu geblieben. Und das ist eine ganz hohe Qualität. 1911 brachte der Apotheker Oskar Troplowitz die erste Hautcreme der Welt auf den Markt. Ein neues chemisches Patent, Fett und Wasser zu binden, hatte das möglich gemacht. Sein Unternehmen Beiersdorf produziert in Hamburg die Creme, die nach dem lateinischen Wort für Schnee benannt ist. Das Unternehmen wächst langsam, aber international ist es von Anfang an. Schon 1914 gibt es Nivea auf allen 5 Kontinenten zu kaufen. 1920, die erste Nivea-Kinowerbung vom deutschen Werbefilmpionier Julius Pintschewer. Die erste Dose, vom Jugendstil geprägt. Erst 1925 kam dieses Design, weiße Schrift auf blauem Hintergrund. Die Typografie wurde speziell für Nivea entwickelt. Die Creme riecht heute noch so wie früher und auch das Design hat sich über die Jahrzehnte kaum verändert. Dieses Geheimnis bei dieser Dose ist diese wahnsinnige Einfachheit und Klarheit in der Ausstrahlung. Dieses Blaue steht für das Rationale, also signalisiert so ein wenig, auf mich kannst du dich verlassen. Und das Weiße eben für die Reinheit. 123 Millionen Dosen werden jährlich produziert und auf der ganzen Welt verkauft. Die Vorlieben variieren von Land zu Land. In Mexiko kauft man den Riesentiegel und in Indonesien das 8mm-Döschen. Die meisten Käufer wissen gar nicht, dass Nivea aus Deutschland kommt. In dieser Aufmachung ist sie tatsächlich über die Kulturgrenzen hinweg etwas, wo man denkt, ja, das kommt aus meinem Kulturkreis. Ob es nun England ist oder Frankreich oder Amerika oder auch China. 100 Jahre Nivea. Grund zum Feiern. Für den weißen Klassiker in der blauen Dose.